Hi, willkommen zurück zu Leverman Devlog, der Videoserie, bei dem ich einen Plattformer programmieren möchte. Ja, und ich möchte einen programmieren, der mit Vektorphysik arbeitet. Deswegen haben wir gestern, das letzte Mal mit Vektoren gearbeitet, haben die mathematischen Grundlagen für Vektoren durchgeackert. Und vorher natürlich die Grundlagen für Vektoren selbst. Und jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um anzufangen. So, wir gehen in Eclipse und legen eine Klasse an. Ich nenne die nicht Vektor, sondern ich kürze ab für Vec. Und wir sagen, unser Vektor arbeitet mit zwei Dimensionen, also zweidimensional, also sagen wir zwei. Und wir wollen später einen Vektor haben für i und für f, also einmal für int und einmal für float. Dementsprechend sage ich hier auch vec 2f. So. Und dann machen wir ganz schlicht public float. Und ja, ich mache absichtlich public. Ich pfeife hier auf getter und setter, weil ich laufend auf Vektorenkomponenten zugreifen will und jedes Mal get und set aufrufen möchte. Das stresst mich, deswegen mache ich public. So, dann bauen wir einen Konstruktor x und y ist standardmäßig 0, wenn kein Argument reingegeben wird. Wenn wir allerdings ein Argument bekommen, wie zum Beispiel ein xy, dann möchte ich dieses xy jetzt meinen zwei Feldern hinzufügen. Und da gibt es einen Trick. Ihr markiert hier euer Argument, drückt Ctrl 1 und sagt Assign Parameter to Field X und zack. Assign Parameter to Field Y und weiter zack, habt ihr jetzt die Zuweisung gemacht auf euer Feld. So. Dann möchte ich noch einen Konstruktor haben. Ich Und der soll ein Vektor als Argument bekommen. Und das heißt, wir werden x, v.x machen. Ganz einfach, also eine Kopierfunktion sozusagen, wo wir einen vorhandenen Vektor reinstopfen können. So. Als nächstes, was sehr hilfreich ist, wenn wir noch ein paar Setter-Funktionen haben, also nur Setter, keine Getter, mit dem wir den Vektor mit einem Rutsch befüllen können. Zum Beispiel sowas hier, set float xy. Und da können wir den Part hier kopieren, weil es die gleiche Signatur ist von unserem Konstruktor. So, und jetzt fehlt noch eine kleine Geschichte, nämlich wenn wir hier in unserer Klasse Control Space drücken, dann kriegen wir alle Methoden von unserer Elternklasse angeboten, die wir überschreiben können. Und wir wissen ja, unsere Klasse hier erbt von der Klasse Object. Dementsprechend gibt es da ein paar Methoden, die wir implementieren können davon. Und mich interessiert nur eine gerade. Und das ist ToString. ToString wird aufgerufen oder beziehungsweise können wir aufrufen, um einen Vektor in seine Stringform zu konvertieren, also eine visuelle Repräsentation. Die wird gleichzeitig aber auch verwendet von Eclipse selbst, wenn wir zum Beispiel im Debug-Modus sind und haben jetzt einen Breakpoint erreicht, wo er jetzt anhält und wir können den Code angucken und wir haben irgendwo einen Vektor als Variable. Können wir mit der Maus über den Vektor fahren und dann sehen wir den Vektor in seiner Wissen-Repräsentation durch ToString. Würden wir das aber jetzt nicht hier überschreiben, würden wir einfach nur, naja, die Standard-Implementierung kriegen, die Object bietet und die liefert einfach nur die Speicheradresse zurück. Und die hilft uns nicht wirklich viel. Also geben wir zurück String.Format. Ihr kennt mittlerweile String.Format. XY. Prozent F, Komma Prozent F und Klammern mache ich drum, damit wir sofort verstehen, dass es sich hier um einen Vektor handelt. Wundervoll. So.
Als nächstes möchte ich noch meine Vektorklasse oder generell meine Methoden hier von Vektorklassen so machen, dass wenn die einen Rückgabewert zurückgeben muss, dann soll der Rückgabewert immer die Instanz von sich selbst sein. Das klingt jetzt merkwürdig, ist aber unter dem Gesichtspunkt, dass wir bestimmte mathematische Operationen aneinander anhängen möchten. Also was in Java ja nicht geht, ist Operatoren überladen. Und Operatoren überladen ist zum Beispiel sowas hier. Machen wir eine Variable hier und wir haben dann hier zum Beispiel einen Vektor v, vec2fv und dann haben wir hier, oder machen wir sogar a und haben hier einen vec2fb. Und was wir nicht machen können, ist einfach a plus b. Das geht nicht. Java kann sowas nicht. Der Operator plus ist undefined for the argument type element, schlag mich tot. Operatoren überladen können wir nicht. Ob plus, minus, mal geteilt etc. ist für, oder alle anderen Operatoren auch, sind für primitive Datentypen geeignet und für nichts anderes. Das geht halt leider nur in C. Und ja, vielleicht gibt es noch eine andere Sprache, wo es geht, aber ich kenne eigentlich nur C. C Sharp natürlich auch, aber ist ja der kleine Bruder von C, könnte man sagen. So, das bedeutet, wenn wir jetzt, machen wir mal nochmal zurück, wenn wir das Ganze jetzt machen möchten, möchten wir Folgendes tun. Wir möchten einen neuen Vektor erzeugen. Der beginnt dann bei A. Wir initialisieren ihn auf A, also das ist die Kopie. Und machen eine Addition von B. Allerdings ist die Addition dann in das Ergebnis hier rein von diesem Vektor. Und wir möchten das beliebig aneinander ketten können. Also Sub, Mult, Dot, wie auch immer. Also wir können eine Riesenkette bilden. Das ist mein Ziel. Deswegen sollen alle Methoden einen Rückgabewert bekommen und sie sollen immer ihre eigene Instanz zurückliefern. Außer wir geben einen Skalar zurück. Dann macht es natürlich keinen Sinn. Oder wir müssen aus irgendwelchen Gründen tatsächlich eine komplett neue Instanz vom Vektor erzeugen. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden, so wie es geht. Und wenn wir den Fall haben, dass wir eine neue Instanz machen, dann mache ich das über eine Static-Funktion. Das heißt, dann geht es nicht mehr von unserer aktuellen Instanz aus, sondern rufen dann auf vec2f, keine Ahnung, add multskalar oder sowas, wo wir eine Kombination aus Plus und einen Vektor und einen Skalar haben, zum Beispiel. Aber ich möchte eigentlich nur das jetzt erstmal. So. Das heißt, wir haben einen Setter für x und y. Eine weitere Funktion, die sehr hilfreich ist, ist Zero. Jeder Vektor soll einfach auf 0 zurückgesetzt werden. Und wir geben uns selbst zurück. Super hilfreich wird man recht häufig verwenden tatsächlich. So, jetzt können wir tatsächlich anfangen, unsere mathematischen Operanden oder Operationen jetzt als Methoden zu implementieren. Also, wir machen eine Additionsfunktion zuallererst. Und wir machen nicht float xy. Können wir tun. Müssen wir aber nicht. Nee, machen wir nicht. Wir brauchen eigentlich nur eine Addition auf Vektorebene, nicht für einzelne Komponenten. So. Das heißt hier plus gleich v.x. Das gleiche für y. Und wir geben unsere aktuelle Instanz zurück. Fertig. Dann brauchen wir das Ganze für eine Subtraktion. Subtraktion ist einfach nur das Zeichen geändert. Multiplikation, habe ich erklärt, ist Hadamard-Produkt. Hadamard. Weißt du was? Ich google das jetzt mal geschwind. Hadamard. Doch, Hadamard-Produkt, genau, so wird es tatsächlich geschrieben. Hadamard-Produkt und das ist einfach Multiplikation. Wir könnten es auch Mult nennen, aber naja, ich benenne es so, wie es richtig ist. So, und das nächste ist, ja, nennen wir es tatsächlich Skalarprodukt.
Oder, ja, gut, nee, Produkt lassen wir weg. Und das nächste ist Punktprodukt. Allerdings schreibe ich nicht Punkt, sondern natürlich Dot, also der englische Begriff. Und dieser hier liefert natürlich einen Float zurück. Also einen Skalar. So, und der funktioniert genauso, wie ich es erklärt habe. Also x mal v.x, y mal v.y. Fertig. Das alles. Liefert den Kosinus von unserem Winkel zwischen den beiden Vektoren. Dann brauchen wir noch Mult Skalar. Und Skalar macht einfach das hier. Wir multiplizieren einfach mal mit dem Skalar. Fertig. Das sind die wichtigsten mathematischen Funktionen, die wir benötigen für einen Vektor. Was jetzt noch interessant ist, ist die Vektorlänge. Also a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat in der Wurzel. Das können wir ebenfalls definieren. Und interessant ist, wir brauchen recht häufig die Länge in Form von nicht im Quadrat. Tatsächlich. Meistens macht man das aber aus Performance-Optimierung. Also die Länge squared, was im Grunde unser Dot-Produkt mit uns selbst ist. Deswegen können wir auch sagen, return dot, this. Fertig. Das ist length squared. Unsere Länge hoch 2. Und wenn wir das Ganze in der Wurzel nehmen, haben wir dann tatsächlich unsere richtige Länge. Deswegen machen wir jetzt unsere richtige Länge. Length. Ja, ich weiß, die Java-Notation sagt eigentlich get length skalar, get length, aber bei Vektoren pfeife ich da echt drauf. Und hier machen wir einfach nur math sqrt length squared. Und wir müssen da natürlich einen Float draus machen. Fertig. Für das erste. Was brauchen wir noch? Fürs Erste reicht es tatsächlich, würde ich jetzt mal sagen. Also fangen wir jetzt einfach mal an und tun unser kleines Beispiel mit dem Rechteck auf Vektorform umstellen. Dazu schmeiße ich die Koordinaten raus für y, packe das hier zusammen, ersetze Float durch weg 2f. Und wichtig, ihr wisst hoffentlich, dass wenn ein Feld oder eine Variable deklariert als Klasse, müsst ihr diese mit irgendeinem Wert vorinitialisieren, um keine Null-Pointer zu kriegen. Weil standardmäßig ist das jetzt natürlich Null. Null, Null, Null. Und x wollen wir natürlich nicht haben. So. Tun wir mal das Ganze einfach mal in die richtige Form bringen, damit es passt. Und ja, die Instanz tue ich gleich erzeugen. Aber tun wir mal schön das hier fertig machen, indem wir einfach mal nur ganz stur das Y hier in Dings ändern und Punkt X ebenfalls sind. So. Ja, wobei, wenn ich mir das hier so angucke, hätte ich doch noch gern eine mathematische Operation, die ganz sinnvoll ist. So eine Kombination. Ja, und die nennt sich Add Mult Skalar. Ja, die packen wir noch dazu. Die macht Sinn. Und die fügen wir von mir aus hier. Add Mult Skalar. Und hier geben wir einen Vektor an und ein Skalar. Und ist dann einfach x plus gleich v von x mal s. Und ja, passt. So. Soweit so gut. Jetzt müssen wir nur noch die Instanz erzeugen. Dazu mache ich jetzt eine neue Methode. InitGame nenne ich die.
Und alles, was irgendwie zu unserem Spiel gehört, Startwerte oder Instanzen, die wir benötigen, werden hier initialisiert. Dementsprechend wird hier auch eine Instanz von POS erzeugt, eine Instanz von der Geschwindigkeit und eine Instanz von der Beschleunigung. Das Ganze müssen wir natürlich noch aufrufen, ansonsten kriegen wir einen Null Pointer. Und wo ist es nicht am sinnvollsten? Tatsächlich in Run. Weil hier beginnt unsere tatsächliche sogenannte Game Loop. Und unsere Game Loop, was mir gerade auffällt, hat noch ein Problem. Nämlich dieses hier ist noch nicht final. Also mache ich hier mal einen Kommentar. Fertig implementieren. Und was wir damit fertig implementieren, werde ich noch dann zu günstiger Zeit erklären. So. Also, wir haben jetzt, wenn wir das Ganze starten, sollten wir ein fallendes Rechteck haben, aber wir sehen nicht mehr viel. Also tun wir jetzt mal ein paar Sachen ändern. Nämlich das erste, was ich ändern möchte, wenn wir hier unsere Traurig-Funktion angucken, die Position gibt uns Minimum an. Und ich möchte nicht mehr, dass die Position das Minimum angibt, sondern das Zentrum von unserem Rechteck. Das heißt, ich möchte, wenn wir hier in unser Zeichenbrett reingehen und scrollen mal ein bisschen nach oben, habe ich doch hier irgendwo, genau hier, habe ich ja die drei Rechteckformen, also mit oben links oder mit Max oder hier ins Zentrum. Und genau in dieses Format möchte ich es jetzt kommentieren. Das heißt, um unser Minimum zu kriegen, müssen wir die halbe Breite nach links und die halbe Höhe nach unten subtrahieren von der Position. Dann kriegen wir den und das gleiche mit Addition für hier. Also auch relativ straight forward. So, also machen wir hier minus 50 für die Hälfte. Hier ebenfalls und hier nicht mehr plus 100, sondern plus 50. Das heißt, unser Rechteck ist jetzt in der Mitte. Wenn wir das jetzt starten, sehen wir noch weniger davon. Also schieben wir mal unser Rechteck tatsächlich mal in die Mitte des Bildschirms. Und es geht ganz einfach. Wir haben ja unsere Breite, teilen wir durch 2. Wir haben unsere Höhe, teilen wir durch 2. Fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, wir verringern unsere Schwerkraft. Die ist mir nämlich viel zu stark. Und starten das Ganze mal. Zack, unser Rechteck ist in der Mitte. Wir können es natürlich weiterhin bewegen. Und ah ja, dann haben wir noch den ganzen Winkel-Beispielcode. Den möchte ich jetzt natürlich mal kurz rausschmeißen, möchte nochmal auch nochmal kurz erklären. Diese Zeile hier. Davon bin ich ausgegangen, dass jeder weiß, wie das hier funktioniert. Aber das kann ich natürlich nicht erwarten. Nicht jeder arbeitet mit so einem Schema. Was das Ganze hier tut, ich erkläre es mal ganz grob. Wir stellen es mal um, wie es eigentlich richtig wäre. Also von der Definition her richtig. Dass es das gleiche Ergebnis liefert, werdet ihr gleich merken. Das Ganze muss man erstmal so verstehen, dass unser Pi ja geht von 0 bis Pi mal 2. Das ist so der Bereich, wo unser Pi geht. Und das ist ja ein Radiant. Und dann haben wir ja unseren Winkel. Und unser Winkel geht ja von 0 bis 360. Und wenn wir jetzt irgendeinen Wert in Pi bekommen, also einen Radiant, und wollen den jetzt in Winkel umrechnen, könnten wir einfach den Winkel nehmen, durch 360 teilen, dann bekommen wir, also wenn wir jetzt einen Winkel haben und wollen den Pi umrechnen, wäre jetzt die Geschichte, schreiben das mal hin, Winkel nach Pi wäre einfach Winkel durch 360 mal Pi mal 2. Wobei das hier in Komma stehen muss. In Komma, in Klammern stehen muss. Weil die Operation muss zuerst. Wobei, das wird so oder so gemacht. Er geht ja von links nach rechts. Passt. Also, das Ergebnis
mit dem Ergebnis und es funktioniert dann. So, umgekehrt ist Pi nach Winkel folgendes. Euer Pi wird ebenfalls wieder geteilt durch Pi mal 2. Oder nicht Winkel, sondern euer Radiant. Ich tue es mal nicht Pi, sondern ich schreibe Radiant. Radiant durch Pi durch 2 mal 360 für einen Maxwinkel. Fertig. Das ist die Transformation. Und die kann man sich ein bisschen sogar vereinfachen, indem wir die zwei Teile umdrehen. 360 durch Pi teilen, dann wissen wir, ein 360stel für Pi mal 2. Und wenn wir jetzt jeden Pi-Wert mit diesem multiplizieren, kriegen wir einfach unseren Winkel zurück. Deswegen Pi 180. Das ist die Konstante einfach. Und wenn wir das jetzt anders haben möchten, zum Beispiel Rad 180, dann ist das nicht mehr so, sondern Mav Pi mal 2 und F bitte, und Pi muss natürlich Float sein und das wird geteilt durch 360. Fertig. Einfach nur umdrehen. Super simpel. Und das bedeutet aber auch, wenn das Ganze ja einfach nur, und im Grunde liefert es einfach nur einen Faktor zwischen 0 und 1 zurück. Und wenn wir das Ganze umdrehen, das heißt, wir können uns tatsächlich sogar eine Sache sparen, indem wir sagen 180 durch Pi, kriegen wir das exakt gleiche Ergebnis. Dementsprechend ist auch Pi durch 180. Ebenfalls wieder dieser Bereich 0 bis 360, wobei 0 bis Pi, ne, doch auch wieder 0 bis 1. Erst wenn wir es mit unserem Winkel multiplizieren, bekommen wir dann tatsächlich unser Ding raus. Ja, und das ist alles, um das hier zu erklären. Ich lasse das jetzt mal noch ein paar Sekunden stehen, damit ihr euch das vor Augen führen könnt. Also das ist eine ganz normale Koordinaten sind es jetzt nicht wirklich, Zahlentransformation. Also wir haben eine Zahl, hat ein Minimum und eine Zahl ein Maximum, wobei unser Minimum 0 ist. Dabei haben wir eigentlich tatsächlich nur diesen Part hier, aber um es visuell besser sich vorzustellen, schreibt man den Bereich 0 noch mit dazu. Wenn wir jetzt ein anderes Minimum hätten, müssten wir noch mehr machen, aber so reicht es erstmal so. Und jetzt werde ich es auch wieder löschen, weil das ist eigentlich nur eine tolle Spielerei gewesen, die jetzt nicht wirklich sinnvoll ist. Deswegen lösche ich das wieder, genauso wie unsere Integration hier. Das werden wir jetzt auch nicht mehr benötigen. Und ja, ich werde noch erklären, warum ich mich jetzt doch schlussendlich für Euler Integration entschieden habe, beziehungsweise ich habe das jetzt erstmal nur auf Euler implementiert. Ich sage es aber mal von vornherein, ich werde Euler lassen, auch wenn Euler ungenau ist. Und ich werde es aber auch erklären, warum ich Euler belassen werde, aber erst zur gewährten Zeit. So, jetzt haben wir ja alles ein bisschen bereinigt und ja, haben unser Rechteck. Das Einzige, wir haben immer noch ein gelb Draw Line. Da mache ich mal ein Suppress Warning dazu, damit mich das nicht mehr nervt. So, und jetzt können wir ein bisschen Spielereien mit unserem Rechteck machen. Deaktivieren wir mal die Schwerkraft. Also wir sagen hier einfach 0. So, keine Schwerkraft mehr. Und unser Rechteck beschleunigt und bremst ab, je nachdem. Und machen wir mal beide Geschwindigkeiten konstant. Beide Beschleunigungen meine ich, nicht Geschwindigkeiten. So, jetzt bewegen sie sich in alle Richtungen konstant. Und jetzt möchte ich anfangen, ganz, ganz einfache Kollision zu machen. Ich möchte, wenn mein Rechteck jetzt gegen
die linke Seite prallt, oder machen wir es mal ganz einfach, also gegen alle Seite prallt, wenn wir jetzt gerade nach oben gegen die Seite hier prallen, möchte ich, dass es gestoppt wird und wir springen genauso in der gleichen Geschwindigkeit wieder zurück. Und das Ganze nennt man kurz gesagt Impulserhaltung oder Momentumerhaltung, weil Newton hat gesagt, wenn ein Objekt auf eine Kollision trifft, dann müssen beide Objekte, also die Summe beider Objekte, der Impuls, identisch sein mit der Masse von den Objekten und in Bezug auf die Geschwindigkeit. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Muss ich jetzt nicht in der Theorie erklären und wahrscheinlich ist auch falsch, was ich gesagt habe, ist aber im Grunde egal. Ich möchte auf jeden Fall das Ding hier abprallen lassen und das auch für alle Seiten. Also hier danach nach links abprallen, hier oben abprallen und hier rechts abprallen, hier unten. Und da gibt es zwei Wege, wie wir das machen können. Wir können den Pong-Weg gehen und der Pong-Weg sagt, wenn wir da unten kollidieren, weißt du was, wir machen es einfach. Ich zeig's euch einfach, dann seht ihr es, wie das funktioniert. Wir sind da jetzt in unserer Update-Schleife. So, nach der Integration für die, ja, machen wir das zum Beispiel. Spielt ja nicht keine Rolle. Machen wir es hier. Das heißt hier Kollisionsabfrage. A la Pong. Pong solltet ihr alle kennen, hoffentlich ein uraltes Spiel auf dem Atari, wo ihr einfach zwei Paddles habt, zwei Schläger und einen Ball und könnt einfach hin und her. Und wenn der Ball in den äußeren Bereich kommt, dann kriegt der andere einen Punkt. Und wenn der andere dann im anderen Bereich, also rechts oder links, den Rand berührt, dann kriegt der andere einen Punkt und so weiter und so fort. Ganz einfaches Spiel, könnten wir jetzt wahrscheinlich relativ schnell runterprogrammieren. Werde ich aber nicht machen, sondern ich will jetzt mal nur kurz erklären, wie das mit der Kollision funktioniert, wie man es machen könnte. Also wenn wir jetzt gucken, wenn unsere Position kleiner als Höhe durch 2 ist, weil kleiner als Höhe, nicht kleine Höhe durch 2, kleiner als Höhe und bitte y, dann möchte ich die Position auf die Höhe, bitte minus 1 setzen. So. So weit, so gut. Wenn ich das jetzt mache, ein kleiner Null natürlich. Mann, Mann, Mann. Unten ist ja unser Koordinatensystem. Unten, hier unten. Dementsprechend ist hier unten die Nulllinie. Das Zentrum ist ja nicht Null. Wobei ich überlegen könnte, ob unser Koordinatenzentrum tatsächlich 0 in der Mitte ist von unserem Canvas. Aber auf jeden Fall. Schauen wir mal, was passiert. Zack, wird gestopft. Er wird gestoppt. Und jetzt können wir wieder hoch. Was aber nicht passiert, die Geschwindigkeit wird nicht verändert. Wenn ich jetzt richtig schnell runtergehe und versuche dann wieder hochgehen. Jetzt drücke ich W. Halt W gedrückt. Ihr seht, dass da nichts passiert. Erst jetzt. Das heißt, meine Geschwindigkeit hier nach unten ist ziemlich hoch und ich muss die erst wieder auf 0 reduzieren, damit ich erst wieder hochkomme, weil wir stecken mehr oder weniger jetzt fest da unten. Also das ist jetzt nicht wirklich sinnvoll. So, wie können wir jetzt einfach nur hergehen, dass wir in der gleichen Geschwindigkeit, wie wir gekommen sind, auch abprallen? Das heißt, wir verlieren keinerlei Energie, wenn wir aufprallen. Wir sind ein Superball. Das kann man ganz einfach tun, indem man einfach die Geschwindigkeit für die jeweilige Achse, auf der wir uns gerade befinden, negieren. Das heißt, wenn wir jetzt hergehen und gehen nach unten, bam, prallen wir unten ab. Natürlich prallen wir hier gerade am Minimum ab, also in unserem Zentrum. Wir berücksichtigen die untere Kante nicht. Das stört mich aber jetzt nicht. So, das erweitern wir jetzt mal noch um alle anderen Seiten. Das heißt hier, height minus 1. Und da ist der gleiche Fall, wir negieren einfach nur die Geschwindigkeit.
Und das gleiche machen wir jetzt auch für x. Müssen einfach nur die Koordinaten hier umdrehen. With. Und jetzt, wenn das Ganze jetzt mal ein bisschen loslegen, können wir unser Rechteck durch unser Rendering Canvas hopfen lassen. Das Einzige, was blöd ist, wenn wir das mal ein bisschen stoppen und gucken uns jetzt mal genau an, was passiert. Wenn unser Rechteck jetzt so nach unten gehen möchte, kollidieren wir nicht an der unteren Kante, sondern wir kollidieren mit der Mitte. Also wie jetzt wäre das ein Punkt. Also wir haben jetzt gerade nur eine Kollision Punkt gegen Dinger. Das heißt, wir müssen das noch ein bisschen erweitern. Das heißt, wenn unsere Y-Kollision nicht bei 0 ist, sondern wir wollen ja die halbe Höhe von unserem Rechteck und das entspricht natürlich 50 und bei Höhe ebenfalls minus Höhe minus 1 plus 50 minus 50 so rum müssten wir, und hier müssen wir 50f machen. Müssen wir eigentlich hier, ja, passt. Haben wir auf jeden Fall schon mal die Ecken berücksichtigt. Und das gleiche brauchen wir jetzt hier auch noch für die Breite, für die X-Achse. Und hier ist einfach minus 50. Ganz trivial. Und schon haben wir ein springendes Rechteck. Und das Rechteck, egal wie schnell es ist, verlässt nicht den Bereich. Allerdings, was passieren kann, ist, dass das Rechteck, na jetzt wird es ein bisschen arg schnell, dass das Rechteck an exakt einer Kante hängen bleibt. Also das hat jetzt funktioniert, aber manchmal passiert es, dass das Rechteck so in den Winkel da reinkommt, dass dieses Drehen von der Geschwindigkeit nicht wirklich zum gleichen Ergebnis führt, wie man eigentlich von einer Kollision erwartet. Man möchte ja nicht, dass wenn irgendein Objekt mit einer Geschwindigkeit prallt und die Wände bestehen aus Gummi oder so und wir haben eine hundertprozentige Federkraft, also einen super Ball, möchten wir auf jeden Fall diesen, also es kann auf jeden Fall ein Problem kommen, wenn man das einfach nur so lässt. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen weiter spinnen. Wir stellen das Ganze jetzt mal auf ein anderes Verfahren um, falls ich noch Zeit habe. Gucken wir mal. Oh nein, haben wir nicht. Müssen wir nächste Folge machen. Ja, dann werden wir das in die nächste Folge machen. Also nächste Folge werden wir das Ganze entsprechend verbessern. Beziehungsweise ich werde es erklären, wie es noch anders geht und wie man es richtig macht tatsächlich. Und dazu werden wir dann Vektormathematik verwenden. Ja, das ist ja keine wirkliche Mathematik, Kollision, und wir invertieren einfach unsere Komponenten. Aber dadurch verlieren wir natürlich keine Geschwindigkeit, da wir das ja nur für jede einzelne Koordinate machen. Und die sind ja unabhängig, dadurch haben wir ein springendes Rechteck im dem Ding. So. Und dann würde ich einfach sagen, machen wir das nächste Mal weiter. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.